Hallo, ihr Pfadfinder da draußen und herzlich willkommen hier bei Coolit. Hört sich fast an wie Conan, der Barbar. Das werden von euch wahrscheinlich auch sehr viele kennen. Conan, der Barbar. Damals ein richtig cooler Film gewesen, aber naja, wir sind jetzt nicht beim Film, wir sind jetzt hier beim Spiel. Und haben jetzt wieder eine neue Höhle finden können. Wollen wir mal schauen, wo uns Dino wieder hinführen wird. Ich habe hier wieder ein bisschen Bedenken, dass jetzt hier gleich wieder irgendwas auftaucht. Aha. Hier wäre also, oder hier würde also anscheinend wieder nach draußen gehen. Auch. Können wir uns so eine Fackel vielleicht nehmen? Nee, du kannst hier gar nichts machen. Mach mal eben mal Licht an. Mein Freund. Okay, da unten ist jetzt nichts. Ist aber doch wirklich sehr verwirrend hier auch manchmal. You think you are significant? That you will uncover the truth for everyone to see? So you can point the finger at the monster. First. Take a look at the mirror. Ja, genau. Schau zuerst in den Spiegel. Vielleicht bist du das Monster selber. Na, genau so jetzt. Aber ich denke mal, wenn er immer so was, so eine kleine Sprüche macht hier, von wegen so und so, dann sind wir hier vielleicht gar nicht mal so verkehrt, ne? Ah, guck mal, hier sind wieder Koordinaten. 2072. 2072. 2020, 20. 20. 72. Ah, wir sind jetzt hier in den Gang. Alter, und hier hinten war das, wo gesagt, so eine Art Ritual. Dann sind wir so weit jetzt bloß weggegangen? Das kam mir total weit vor jetzt. Oh mein Gott, wir werden sterben. Und wir werden das Spiel, oder ich vielmehr, werde wahrscheinlich auch nie durchspielen. So wie ich mich kenne. Nee, nee, wir werden das schon irgendwie backen kriegen. Irgendwie schaffen wir das schon. Da ist wieder irgendwas. Auch bloß so eine Lagerfeuerstelle. Die ist doch auch noch total frisch, ne? Und ich hoffe auch gerade, dass die Taschenlampe auch gar nicht leer geht. Weil das wäre fatal. Das wäre sehr, sehr fatal sogar. Tut mir auch leid, wenn ich jetzt hier gerade nicht so viel quatschen tue. Aber ich versuche mich jetzt hier gerade ein bisschen zu orientieren und ich weiß jetzt genau, wo wir schon wieder sind. Verdammte Axt, ey, wäre ich da oben bloß nicht rausgesprungen. Scheiße, das ist alles miteinander verbunden hier. Boah, fuck, Alter. Ihr wisst doch, wo wir jetzt wieder sind, ne? Scheiße, Mann. Oh, dann kann ich jetzt wieder da oben raus erst. Das heißt, wir wären jetzt vielleicht auch sogar da oben irgendwo hingekommen zu dem komischen Monstrum.
Ich hoffe, ich weiß jetzt noch so halbwegs, wo das war. Mit dem Lagerfeuer und diesen drei Wegen. Da waren wir dann nämlich nach links gegangen, ne? Oder? Doch, ich glaube schon. Ja, doch, da muss nach links gewesen sein. Okay, dann hüppeln wir mal hier wieder runter. Ah, doch, ich weiß noch, wie wir da hinkommen. Genau hier war das hoch, ne? Richtig, 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 richtig. Hier hoch und dann sind wir doch schon wieder drinnen. Hätte mir aber auch normalerweise schon gleich von vornherein ein bisschen klar sein müssen, ne? Dass das miteinander verbunden ist, weil das ist ja. Wir gehen ja jetzt auch in die gleiche Höhle wieder rein. Und ich würde auch ganz gerne mal da unten runter schon gleich. Aber das wird wohl nicht, so wie das aussieht. Wo geht's denn da noch hin? Kommen wir da überhaupt hin? Könnte sein, ne? Na? Nee. Er stellt sich gerade ein bisschen. Nee, wir kommen da tatsächlich nicht hoch. Kacke. Hätte ja sein können. Okay, dann gehen wir also, so wie ich sowieso schon vor hatte, nochmal zu dem komischen Lagerfeuerplatz und dann gehen wir mal einen anderen Weg. Ganz einfach. Hier kam ja jetzt so auch nichts weiter, ne? Heißt, wir können jetzt hier natürlich auch wieder ein bisschen laufen. So, hier sind wir jetzt runter gehüpst. Gehüpst. Und dann war hier nämlich das Lagerfeuer. So, wir sind nach da gegangen. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt einfach mal hier hin. Nee, sind wir hier lang gegangen? Boah, kacke. Ich weiß das gar nicht mehr. Warte mal, warte mal, warte mal. Das sieht sehr brüchig aus hier. Ich hoffe, das hält. Ja, das tut es. Da unten, da könnte man nämlich auch sogar durch, sehe ich mal gerade. Alter, das ist echt gerade ein bisschen wie The Forest. Finde ich ja auch gerade ein bisschen cool, oder? Oh, da kommst du nach da oben auch noch hin? Alter. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich werde mich hier nie zurechtfinden. Hier ist alles mit Moos befallen. Aha, und hier geht... Was ist das denn? Irgendwelche Symbole hier. Rangeschmiert. Und jetzt sagen wir mal bitte schön jemand, wo wir jetzt wieder sind. Was ist das hier? Was sind das? Was hängt denn hier? Ach so, ist einfach nur auch so eine Fackel gewesen, ne? So wie es aussieht. Okay, hier kommen wir wieder nach draußen. Möchte ich noch nicht. Nicht, dass wir hier näher wieder nicht hochkommen. Das ist immer gut zu wissen. Dass man hier auch ein bisschen noch, den Durchblick behält. Aber wahrscheinlich weiß ich dann ja sowieso schon wieder gar nicht mehr, wo wir jetzt waren und... Genau, da kommen wir dann nach da unten. Ich gehe jetzt aber erstmal hier hoch. Da sind wieder welche. 15... 1577.
Das heißt, wir sind jetzt fünfzehn 77. Wir müssten uns genau beim Zettel befinden wieder. Aber den hätte ich doch denn schon gehört, oder nicht? Alter, was ist das denn? Ach du Scheiße. Hier kommen wir auch gar nicht rüber. Nee, kommen wir nicht. Aber dann kommen wir doch bestimmt von diesem Punkt aus dahin, oder? Hier können wir jetzt ja rüber, ne? Genau. Oh, das ist ziemlich dünn hier, das Eis. Kommen wir hier. Ach, jetzt hör auf, hier kommen wir gar nicht durch? Warum nicht? Oh, Leute. Ich glaube, wir können da lang. Dann komme ich doch jetzt hier gar nicht mehr raus, oder was? Oder, ach, hier geht auch noch weiter, ne, oder? Ne, jetzt sind wir wieder hier in dem. In den Raum. Oder? Ja. Ja, bloß, wie soll ich denn da hinkommen? Ging das jetzt hier auch noch lang? Ah. Ja, bringt mir jetzt aber gar nichts, ne? Nö. Bringt mir eigentlich gar nichts. Von. Ist das da die Brücke, die kleine? Ja, die Brücke. Von da sind wir gekommen. Hier bin ich schon lang gegangen, ne? Hier war das. Genau. Okay, dann nehmen wir jetzt den vordersten Weg. Oder den letzten Weg, vielmehr. Irgendwo muss das ja dann mal richtig sein, ob wir da. Das da drüben, das hat mir. Hier ist schon wieder so eine Zeichnung. Ja, da sind wir gewesen. Und da jetzt eben. Also gehen wir hier lang. Huiuiuiuiuiuiui. Alter, wenn der immer so schnauft manchmal, ne? Das hört sich auch immer so an, als wenn jetzt gleich wieder so ein Vieh hier kommt. Ach, jetzt kommen wir doch zu dem komischen. Genau. Der Pütten hier. Genau, wir waren. Da drüben waren wir. Da sehen wir nämlich auch noch das, na, sag doch, die Kerze. Oh oh, hier klingt das alles wieder ein bisschen mysteriös. Da hinten kommen wir. Zu dem Stein kommen wir gar nicht. Sieht aus, als wenn da nämlich eine Höhle ist. Scheiße, wie groß das hier alles ist. Und da hinten. Da hinten sehe ich schon wieder einen Toten. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da überhaupt, so rüber laufen können, einfach. Vielleicht sollte ich es mal ausprobieren, einfach, ne? Einfach mal rüber gehen. Ja, also dann mal los, ne? Hops. Hier waren wir jetzt so aber auch noch gar nicht, ne? Ne, kann ja nicht. Will die Musik doch gar nicht laufen. Alter, nee, ne? Scheiße. Kann ich da so raufspringen jetzt einfach? Ich weiß es natürlich nicht, wenn wir hier runterfallen.
sieht aber nicht so aus, als wenn wir hier schon mal waren. Das auf keinen Fall. Jetzt komme ich auch gar nicht mehr zurück, oder? Oder kommt er? Doch, wir kommen zurück. Dann möchte ich mich jetzt hier vielleicht lieber erstmal nochmal umgucken. Kommen wir vielleicht hier rüber? Aber da bringt uns gar nichts, ne, wenn wir da sind. Auf jeden Fall höre ich hier wieder. Ein Zettel. Das ist jetzt auch geradezu. Der müsste eigentlich. Der müsste irgendwo geradezu sein. Ich versuche jetzt hier einfach mal rüber zu gehen. Weil. Nein, nein! Oh, Alter! Oh, das ist gerade voll scheiße, ey. Ehrlich jetzt mal. Da sind wir wieder beim Thema Springen, ne? Oh, jetzt sieht man auch sogar mal die Füße ein bisschen. Hier kommen wir nirgendwo hoch. Hier kommen wir nirgends hoch. Und wir haben jetzt auch, was mich ein bisschen stutzig macht, wir haben jetzt auch lange nicht mehr so ein komisches Vieh zu Gesicht bekommen, ne? Das macht mich gerade ein bisschen stutzig, ehrlich gesagt. Hier ist ja gar nichts. Auf jeden Fall höre ich die ganze Zeit einen Zettel flattern, aber da kommen wir jetzt wohl nicht mehr hin. Na super. Ich muss doch hier jetzt wieder irgendwo hochkommen oder rauskommen oder was? Aha, wahrscheinlich einfach hier, ja. Auch nicht. Alter Leute, ich glaube, wir sind hier gefangen jetzt, oder was? Ey, Kacke. Wir kommen hier nicht mehr raus. Ach du Scheiße. Na, jetzt zeigt er, ich schaffe, wa? Alter, das gibt doch gar nicht. Ich komme hier nirgendwo mehr hoch. Ich komme hier nirgends hoch. Oder hier. Ein Stück. Aber. Das war dann auch schon wieder. Ey, Scheiß. Wir sind. Ey. Nein. Boah, das ist jetzt doof, ey. Ganz ehrlich mal. Geh mal hier auf die Stöcke. Das bringt mir ja gar nichts. Er geht ja auch nirgendwo hoch hier, der Heinz. Boah, ich muss mir immer richtig hinsetzen. Mir tut schon der Arsch weh. Ja, super. Jetzt krebeln wir hier unten umher und wir wissen nicht, wo wir hier wieder rauskommen. Also ich jedenfalls nicht. Ihr habt das wahrscheinlich schon längst wieder gesehen, ne? Aber ich sehe jetzt momentan tatsächlich gar nicht, wo man hier wieder rauskommen soll. Da wäre vielleicht mal ein Blick auf, auf die Karte nicht verkehrt, ne? Aber die wird mir wahrscheinlich gar nicht helfen. Wir müssten uns ja jetzt bestimmt hier irgendwo befinden, ne? Oder? Hier so? Oder vielleicht da? Oder vielleicht auch hier? Ach, das ist scheiße. Die Karte hilft mir auch gar nicht. Jo. Leute, haben wir die geschafft, ne? Let's Play ist hiermit auch beendet, denn? Nein, Quatsch. Hier muss man doch irgendwo wieder... Alter. Ist gut. Und jetzt sind wir auch bei dem Totem hier. Und irgendwo flattert der Zettel hier um hier.
Und genau darum mache ich die Parts hier auch für euch ein bisschen länger. Da liegt er doch. Damit ihr ein bisschen länger was zu gucken habt, wenn ich mich hier ständig verhaspel. 7 a.m. We're finally here. We met a group of Mancy people. They have weird tools. I think they're for hunting. We've also encountered local hospitality when we were not allowed to enter the railway station because we were singing too loud. But we received a very warm welcome from the local school. We had a bit of time, so we met with the students and told them about our expedition. When we reached another station, some drunk accused us of stealing his wallet. Police got involved, but luckily, after some explanations, the whole thing got sorted out. We spent the whole night in the train speaking about love, religion, politics. When we felt tired, we went to bed, but since the compartments were not closed, we decided to keep watch and switched every couple of hours. There are moments when I doubt whether we are ready for such an expedition. Disturbing thoughts are haunting me. Maybe we misjudged our capabilities. Others say we'll make it, but I'm afraid. I have a bad feeling about this. As if a shadow of fear was breathing down my neck. I cannot explain this. It's time to take a nap. Ja, also das Letztere jetzt ist nicht nur bei der Frau so. Ich glaube, wir spielen die auch sogar, ne? Ich sag hier die ganze Zeit Heinz, dabei ist halt eine Frau. Ja, ja, der letztere Abschnitt, das ist nicht nur bei der jungen Dame hier so. Mit dem Schatten und Angst und hast du nicht gesehen? Das ist... Irgendwie müssen wir doch wieder da oben jetzt hochkommen, ne? Das ist nämlich auch bei mir so. Ich würde mich auch keine 5 Minuten aufhalten, ehrlich gesagt. Oh, hier ist noch ein Weg nach draußen, oder was? Ich wollte jetzt eigentlich ganz gerne nach da oben. Eieiei. Aber hier ist wieder ein Zettel. Alter, geh zurück. Gut, Leute, und ich würde sagen, was auf diesem Zettel steht, ne? Das sehen wir beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Call It, dann schaltet doch wieder ein. Ich würde mich jedenfalls freuen darüber und sage vorerst Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.